Egal. Wird schon keinem auffallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Let's Plays Ni no Kuni für die PlayStation 3. Ich bin Rektor, ihr schaut wie Play Games for You. Heute mit der Bonbon im Mund Edition. So. Für die, die es interessiert, es ist ein Ricola Kräuterbonbon. Und ich hatte die Wahl zwischen Husten und Bonbon lutschen. Na, was bist denn du für einer? Sieht fast so aus, ne? Okay. Naja, So hübsch ist sie jetzt nicht. Edler und furchteinflößend, das ist doch keine Kombination. Die Seekuh, alles klar, von mir aus doch das. Ja klar, was ist da so komisch dran? Hä? Ja, ganz teuer, Captain. Das sind Argumente, mit denen ich mich auch weich kochen lassen würde. Genau. Ja, genau, mit der Fee. Wie Armada-Feen zu veralbern. Von der Kulifin ein Freibrief. Laktitia. Okay, alles klar. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Brauchen den Brief. Wieso, was ist los? Was sagst du denn da so? Genau. Ja, ab geht's. Da konnten wir das letzte Mal aber auch nicht rein, wenn ich mich richtig erinnere. Na egal, wir gehen jetzt einfach los. Besser als nichts machen allemal, würde ich sagen. Das ist eine Krabbe. Können wir auch draußen dann natürlich gucken, ob wir da irgendwie Gegner sehen und so weiter und so fort. Ein bisschen kämpfen, aufleveln. Müssten hier eine Ecke stärker sein. Passt mir alles ganz gut. Ja, so ist das. Kämpfst du erstmal gegen die Katze? Nee, wir kämpfen mit ihr. Oh, schade. Hab gedacht, so ein Monolith, das wäre doch vielleicht nicht schlecht. Was anderes, Melodien, was ist denn das? Lebenspunkte. Nee, das machen wir auf uns.
meine Melodie nach Möglichkeit. Krieg drei Drana auf Oliver. Ja, wir können Sketching tatsächlich. Das ist auch ein Mond-Pokémon. Aber wir haben immer noch kein Planeten-Pokémon gesehen, deswegen das wundert mich ein bisschen. Oder die Goldfee. Da gab's Levels en masse. Wie viel der auch immer bekommt, ist der Hammer. Ja, das behalten wir. Schnurri, ja, von mir aus auch so. Was? Doch, jetzt. Können wir eigentlich gleich mal gucken, was er so kann. Ausweich. Davon können wir die. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Die Flattermaus. Na los, zack, die Zeit. Was für Hölle geht da ab? Was war das denn? Das hat ein bisschen ausgesehen wie das Zeug von Blue Dragon. Da hat uns irgendwie vergiftet gehabt oder so. Wir haben auch wieder Level Up. Ah, da können wir das einsammeln. Ein Ferkel, alles klar. Machen wir so hier, gleich mit dem Affen. Das ist unser stärkster Moment. Wir brauchen unbedingt was, damit wir den Affen mal digitieren können. Jetzt wird's peinlich. So. Alle umgehauen. Wieder ein paar Level-Ups. Quellwasser müsste es, glaube ich. Ne, ein Stein, Schwammstein. Katzi mag uns nicht. Mögen wir es einfach auch nicht. Jetzt geht's, Affi. Zeig der Katze oder Hammer, ey. Oh, holla die Leute. Weiter, weiter. Gut geheilt auf jeden Fall. Und noch Hälfte der Ausdauer. Na, das passt. Alle umgewichst. Beide Level Up auch gut. Schmetterschlag. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bei Al-Kuwait wieder in den Dungeon kommen. Also ein Dungeon hätte ich eigentlich ganz gerne. Hier wünscht es so ein. Aber mal was anderes. Ich würde mir gerne mal hier die Alchemie-Sektion nochmal genauer angucken. Genau,
halt mit. Ich wollte mir Waffen angucken. Schnauzerstein, gewichtige Glocke, Gedächtnis. Okay, das können wir. Haben wir gar nichts davon, habe ich auch noch nie gehört, den ganzen Kram. Gehen wir mal bei den Waffen raus, würde ich sagen. Das scheint mir dann Accessoires zu sein. Essen hier wo? Ah, wie kann man denn Pudding machen? Sahnepudding kann man machen. Schneeflocke, Frostpudding, Frucht. Karottenküche. Barbarenpudding. Kann man immer weiter verbessern hier, das gibt's ja gar nicht. Voll gut. So, aber genug geguckt, weiter wird gelaufen. Wir sehen Alko weit ja schon. Die hiesige Fauna ja, ist uns nicht wohlgesonnen, denn die haben. Ja, die haben Angst, ne? Soweit ich das einschätzen kann. Die haben definitiv. Video, okay. Ja, genau, wir müssen zur anderen Seite. Okay, dann mal los. Oh, da ist der Gangster schon wieder. Oh, nee. Tut auch jemand. Was? Mit wem seiner? B-Modell. Hä? Künstler. Wer ist das denn? Hä? Was erzählt ihr denn da? Bisschen unheimlich. Ja, aber wer sieht noch so aus wie wir? Oder ist da was? Seltsam, seltsam. Ja, recht hat er. Ja, schon recht, Tröpfchen, sehe ich eh nicht. So. Ich erstmal nichts zu tun. Was steht? Kommt. Die lassen uns bestimmt nicht, oder? Oder ist Abdullah? Nee, Abula. Genau, es sind die Tochter des Barbarenhändlers. Genau, wie du uns gesehen. Genau, brauchen wir einen Freibrief. Genau.
Was ist das Problem? Warum nicht? Nachmittagshäppchen? Was? Zweites Mittagessen? Ja. Wie soll sie denn während der Nacht? Was denn für Lieblingsspeisen? Okay. Ja, wie finden wir es raus? Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ach, hab ich gar nicht mehr dran gedacht, genau. Was machen wir? Das ist eine gute Idee. Ja, ein Dilemma auf jeden Fall. Wen können wir denn da fragen? Ja, dann gehen wir halt mal pennen, ne? Vielleicht fällt es uns im Traum wieder ein. Glaub's zwar fast nicht, aber ja, was soll's. Vielleicht sehen wir hier auch den Gangster. Nö, scheint nicht mehr. Oh. 10 Gulden? Immerhin. So, was wollte er denn hier eigentlich begutachten? Nichts, oder? Was wollte er begutachten? Sag nochmal. Haben wir alles noch nicht? Brauchen wir noch diesen Ding? Diese Bimbambinos. Schätze ich zumindest. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier pennen gehen, dass wir dann überfallen werden in der Nacht. Yokoso, matatabi spy. Zenkoku ni chen o motsu anshin no. Chotto gomennasai. Okyakusan, ato de ne. Arama, kansen shita no? Yoshotta. Hi. ここに持ってまいりました。ああ、待ったのよ。さあさあさあさあ、ここにかけてちょうだい。あの人は画家の。本当だ。あの絵完成したのかな。ついにお披露目ね。私の憧れのジョー。あ、ein Bild von der Kulissen, okay? 私に似てるって女王様のことだったんだ。こらまた偉い方に似てるって言われたもんやの。では。Ich will es gar nicht sehen, ne? Jo-sama no Jo-zo-ga desu. Ja, wunderhübsch. Was hat denn dann da an der Esther von der Inspiration genommen? Oh, da ist aber jemand böse. Trotzdem, du bist der Beste.
Wen denn? Frau Leila. Ist das die von dem Laden oder was? Naja, dann halt nicht. Naja, ein bisschen schon. Können wir auch hier drin das Portal zaubern? Tatsache, früher hieß es große Plätze, aber jetzt können wir es hier auch im Katzenkorb. Tatsache ist die Milchbar. Sehr adeliges Haus. Der König Tom von Katzbuckel ist da drin. Die Dame von der Milchbar. Und wie kann sie da auch mit? Das verstehe ich nicht. Eine Orange kostet nur 1 Cent. Und Idaho Potatoes. Kartoffeln kosten 10 Pfund, wenn ich das richtig sehe. Okay, da kommt jemand. Wer kommt denn da? Oh nein, das ist doch die Seelenverwandte. Ja. Hä, wie kann die für uns aufschließen? Ja, genau. Seine Seelenverwandte. Genau. Nee, hab nichts gesagt. Wie du arbeitest da? Geh mal in die Schule. Okay. Wie trainieren das denn jetzt? Zu joggen, okay. Aha. Jetzt geht's aber ab hier. Wen holst du? Hä? Was ist damit? Gespannt. Große Geheimnisse werden sich uns. Käse oder was? Oba-san, was ist das? Cheese da. Oba-san, Cheese da. So, ja. Und wo kriegen wir Käse her? Ich habe Cheese da. Ne? Ich habe Cheese da. Ich habe Cheese da. Ja, Mann, klau dir den Käse, bevor sie dir die Hand abbeißt. Ja, gib mal ein Stück Käse her, was soll das denn? Die hat uns echt keinen Käse gegeben. Ja, wo
kriegen wir jetzt den Käse her, bitte? Und sie verkauft den nicht, okay. Oh je, die Unsichtbare ist wieder da. Leute, wir sehen hier gerade drei Stufen oder ja, zwei Stufen von Unsichtbarkeit. Tröpfchen und Esther sind unsichtbar für alle. Aber Esther und Tröpfchen sehen Pia dort hinten zum Beispiel auch nicht, womit sie im Grunde genommen für alle und für Tröpfchen und Esther unsichtbar ist. Warum? Ich habe keine Ahnung. Brauchen Käse, genau. Käse. Ja. Mit seinem eingebildeten Freund, ja, ist gar was. Wie können die ihn machen? Wie können wir den Käse machen? Ja klar, machen wir Käse mit der Magie. Hä? Ja. Vielleicht ist sie aber auch aus einer ganz anderen Dimension. Wieso? Weshalb Tröpfchen und die, die nicht sehen können, weil sie ja nicht aus ihrer Welt ist. Genau, Magie macht Unmögliches. Das ist genauso wie Toyota. Wie, die haben wir? Woher denn? Da gibt's Milchbrunnen. Okay. Gut, das machen wir. Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Das sind Milchbrunnen. Gut zu wissen hier. Und in die andere Welt. Und dann wird Käse. So, wo müssen wir rum? Da sind wir wieder am Eingang, genau. Ja, klatschi, klatschi, klatschi. La 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 la, sagt sie. Hier haben wir den. Milchsprung. Ja, und wie kann ich hier jetzt was drücken? Ah, hier. Jetzt aber. Anscheinend. Ich weiß auch nicht, wie wir es machen sollen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja. Gib mal, Tröpfchen, du kannst ja noch bestimmen. So, wie können wir das denn machen? Er schafft Essen mit einem wahrlich zauberhaften Geschmack. Dann nehmen wir doch mal die. Vielleicht geht's, wenn wir näher dran stehen. Ja, Tatsache, jetzt geht's. Na klar, funktioniert's. Ja.
Wie jetzt den ganzen Brunnen in Käse verwandelt, oder was? Ich will doch nur ein Stück Käse haben. Ein Riesenhalb Käse, oh Mann, wie geil ist das denn? Der wird ja mal kleiner. Yeah, wir haben Käse gemacht. Riesiger Käse. Kuchen haben wir auch. Alter. Kolossales Käsestück, alles klar. Was ist das schon? Klar. Ich denke, dass es vielleicht sogar noch besser ist, wenn es ein bisschen... Genau. Ja, alles klar. Würde ich sagen, bevor wir zu Kulis hingehen, das machen wir in der nächsten Folge. Speichern wir erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Rektalin für Replay Games for You. Würde sagen dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.